Modernste Technik für den Autocross-Nachwuchs. Beim Lehrgang in Unterfranken durften die jungen Rennfahrer dort trainieren, wo sonst Olympiasieger und Profisportler üben. Eingeladen hatten der Leistungssportbeauftragte des DMSB Lutz Edlich und Instruktor Herbert Stenger. Im Mittelpunkt des Trainingstages die Grundvoraussetzungen für den Motorsport: Konzentration, Koordination und Kondition. Der 10-fache deutsche Bergmeister und Lehrgangsleiter Herbert Stenger trainiert selbst regelmäßig an den Geräten. Mit Hilfe der Computertechnik wird die Multitasking-Fähigkeit verbessert, also die Fähigkeit, auf mehrere Einflüsse gleichzeitig zu achten. Wir kriegen die Aufgabe, eine gewisse Linie nachzufahren gegen den Widerstand. Das sind ja im Prinzip Kraftgeräte, da hängt ein Computer mit dran. Der Computer misst, wie stark er jetzt dieses Gerät bewegt. Zum Beispiel an dem einen, wo er so nach vorne beugt, ob er da richtig kräftig arbeitet oder nur leicht arbeitet. Und an dem Gerät fahrt ihr so eine Kraftkurve nach. Ihr kriegt also vorgegeben, wie stark ihr drücken sollt. Das gibt eine Kurve vor. Ihr fahrt genau diese Kurve nach. Das ist die Aufgabe. Das ist wie auf der Rennbahn. Ihr könnt alle neben der Strecke fahren. Alles vorgegeben. Nach kurzer Einweisung im Cardio & Spine Health Center in Goldbach durfte der Nachwuchs selbst ran. Und bei vielen klappte das Ganze schon erstaunlich gut. Und das, obwohl an jedem Gerät ein Teammitglied versuchte, die Teilnehmer aus der Konzentration zu bringen. Multitasking ist im Motorsport entscheidend. Neben Lenken, Schalten, Gas geben und Bremsen müssen auch Instrumente und Gegner immer überwacht werden. Da kommt manchmal ganz schön viel zusammen. Aber auch die Kondition muss stimmen. Bei den Nachwuchssportlern wurde ein mehrstufiger Laktattest durchgeführt. Damit kann die körperliche Fitness festgestellt werden. Jeder Rennfahrer bekam dann seinen persönlichen Trainingsplan. Damit sollen sich die Nachwuchssportler im Winter richtig in Form bringen. Im Frühjahr wird die Fitness nochmals überprüft. Nur wer richtig fit ist, wird weiter im Nachwuchskader gefördert. Schwitzen hieß es dann auch im Sportreha-Zentrum in Haigenbrücken. Eine Stunde Konditionsgymnastik, da stieß so mancher Nachwuchsrennfahrer an seine Grenzen. Auch das gehört natürlich zu dem von Sportwissenschaftler René Scholz und seinem Team ausgearbeiteten Programm. Bis ich auf den Ball knie. Ihr seht jetzt schon, ich muss hier ständig Ausgleichsbewegungen durchführen, sonst falle ich nämlich runter. Das heißt, hier arbeitet meine rumpfstabilisierende Muskulatur. Vor, zurück, hin und her, alles ist beteiligt. Das wäre eine Vorübung, wenn ihr das beherrscht. Ja, dann geht's los und dann kommen die Spielchen. Anschließend ging's dann ins Wasser. Doch wer glaubt, dort geht's ruhiger zu, liegt falsch. Auch beim Aquajogging kann man ganz schön ins Schwitzen kommen. Spaß macht das Ganze aber auf jeden Fall. Nach gut 10 Stunden Training war der Lehrgang dann vorbei. Neben neuen Trainingsmethoden haben die Nachwuchs-Autocrosser vor allem eines gelernt. Nur Gas geben reicht im Motorsport noch lange nicht. Wer vorne mitfahren will, muss körperlich und geistig topfit sein.